Auf die Idee zu Raketenmänner bin ich tatsächlich in einem Hotel gekommen. Nicht zuletzt deshalb spielen auch einige der Geschichten im Hotel, auch weil ich dieses Biotop aus eigener Anschauung auch ganz gut kenne. Ich weiß sogar noch genau, in welchem Hotel es war. Es war in einem Mercure-Hotel in Berlin. An einem Hotelzimmer ist Luxus, wenn ich erstmal ein bisschen Platz habe und nicht quasi von der Sitzgelegenheit direkt ins Bett falle. Überhaupt eine Sitzgelegenheit, eine zusätzliche, weil ich nicht so gerne die ganze Zeit im Bett lese, wenn ich mehr Zeit in einem Hotel verbringe. Ich brauche einen Schreibtisch, ich brauche einen bequemen Stuhl, ich brauche, wenn es geht, auch WLAN, also dass ich ins Internet komme und eben die Gelegenheit und die Möglichkeit, mir auch mal was aufs Zimmer zu bestellen. Erstmal, Menschen definieren sich ja allgemein über ihre Beziehungen und Männer genauso wie Frauen. Mein Ziel war es auf jeden Fall in dem Buch, in jeder Geschichte ganz klar eine klare Perspektive einzunehmen, eben die der männlichen Figur, des männlichen Protagonisten. Und da solche Geschichten ja immer nur über Konflikte funktionieren, gibt es eben auch einige konfliktbeladene zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn da jetzt ein Mann ist, der beruflich Probleme hat, aber privat klappt es wunderbar, dann ist er ja letztlich auch für die Geschichte nicht so interessant. Dann fragt man sich ja, warum quengelt er denn rum? Also wo ist denn da sein Konflikt so richtig? Ne? Deshalb ging es da manchmal auch einfach darum, die Schraube so ein bisschen mehr anzuziehen. Es gibt ja durchaus auch Frauenfiguren in dem Buch, die schon ein bisschen positiver rüberkommen und auch, auch da, wo ein größeres Verständnis da ist. Das sind nicht immer die Frauen, mit denen die Männer zusammen sind, sondern die ihnen sonst wie begegnen. Aber es gibt auch diese junge Frauenfigur, die dem Ritter zum Beispiel die Möglichkeit bietet, aus seinem bisher im wahrsten Sinne des Wortes beengten Dasein, was durch seinen Anzug und seine Klamotten deutlich gemacht wird, auszubrechen, da diesen Anzug quasi buchstäblich auszuziehen. Und dann gibt es gleich in der ersten Geschichte diesen Journalisten, der unterwegs ist und eine Frau trifft, wo man merkt, da ist da auch eine Gemeinsamkeit in den Lebenserfahrungen da. So glaube ich, dass die Frauen zwar ein bisschen am Rand stehen, aber doch eben auch einigermaßen differenziert dargestellt sind. Also das ist mehr so ein reizvolles Spiel, das irgendwie beim Schreiben entstanden ist, da eine Figur drin zu haben, die so ein bisschen die Geschicke oder die Geschichte der Popmusik mit beeinflusst hat. Und ich bin irgendwo darauf gestoßen, dass Rocketman von Elton John halt zurückgeht auf die Geschichte von Ray Bradbury. Und da lag es dann einfach nahe, der Figur zu unterstellen, sie habe Elton John erstmal mit dieser Geschichte überhaupt bekannt gemacht. Das kommt aber alles daher, dass ich es eine interessante Geschichte fand, dass da jemand rumläuft, der halt da und da aufgetaucht ist in der Geschichte der Popmusik und Leute gekannt hat und beeinflusst hat, von dem man heute gar nichts mehr weiß. Und der dann nach Deutschland zurückgekommen ist und eine perfekte Platte gemacht hat. Mehr aber auch nicht.